Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es den neuen High-Protein-Bananen-Pudding von Ermann im Test mit Choc-Topping, also mit so einem Schokoladentopping. Und ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Bananenpudding, uiuiui. Das klingt für mich immer so ein bisschen experimentell. Ich esse jeden Tag eine Banane, aber so Bananengeschmäcker an anderen Produkten wisst ihr auch schon, wenn ihr mir schon länger folgt, dass diese Geschmäcker selten so meinen Geschmackssinn mehr treffen. Mal abgesehen von Anna Ritter Sport, die ich sehr lecker fand, mit Banane und noch irgendwas anderem. Wie hieß die nochmal? Das war so eine ganz besondere Edition. Die haben es ganz gut hinbekommen. Mal schauen, was der High-Protein-Pudding kann. Den habe ich gerade beim Einkaufen im Edeka mitgenommen. 1,49 Euro hat er gekostet und ich dachte, okay, probiere ich mal aus. Vor kurzem noch auf Instagram gesehen. Immer ein ganz guter Test. Ihr seht das auch. Limited Edition. Und ich mache den jetzt einfach mal auf. Apropos gesehen, ich habe heute noch das Kinder-Riesenei gesehen bei Lidl im Angebot. Für 9,49 Euro mit Avengers drin. Und die Frage ist, soll ich das für euch testen oder nicht? Ich habe echt gezögert, habe gedacht, so, nee, ich frage lieber hier erstmal nach, bevor ich jetzt wieder 9,49 Euro ausgebe für so ein Riesenei. Aber wenn da jemand Bock drauf hat, dann habe ich einen Grund und dann kaufe ich das. Ja, das riecht schon sehr bananenaromatisch, muss ich sagen. Ist denn hier überhaupt eine Banane drin? Jo, 2,4%. Also hier sind Anteile von echten Bananen drin. Muss ja nicht sein. Gerade bei so High-Protein-Sachen gibt es ja manchmal Aromen. Und es ist ja auch hier ohne Zuckerzusatz. Das funktioniert ja auch. Und ich hoffe, es gibt keine draußen, die sagt, oh cool, wenn ich jetzt diesen Pudding esse, spare ich mir die Banane. Nee, die spart ihr euch nicht. Die müsst ihr trotzdem essen. So, jetzt probiere ich mal das Topping. Es ist so locker aufgeschlagen wie eine Mousse. Das ist echt lecker. Auch wenn in diesem Schokotopping schon das Bananen, schon das Bananenaroma, sage ich mal, schon echt gut durchkommt. Schaut mal. So sieht das Topping aus. Und so sieht der Pudding aus. Konsistenz schön fest. Mal gucken, ob ihr auch... Ja, jetzt ist auch Gelatine drin, vom Rind wohlbemerkt. Warum puste ich jetzt gerade diesen Löffel aus? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich probiere es einfach. Ist in Ordnung. Also, ist echt in Ordnung. Erinnert mich so ein bisschen an den Geschmack von diesen Haribo-Bananen. Und die finde ich auch in Ordnung. Nur von dem Topping merkt man im Kontrast nicht mehr so viel. Aber es ist nicht so überkünstlich bananisiert. Also es ist ein dezenter Bananengeschmack. Er ist nicht so viel. Ich finde die Konsistenz ganz lecker. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Also ich finde, es ist gelungen. Könnte man es noch besser machen? Gerade bei dieser Sortenvorgabe Banane. Also auf meiner persönlichen Geschmacksskala, ja. Und die kann ich immer am besten bewerten, bekommt der 6 Punkte. Tatsächlich. Wenn ich aber davon ausgehe, dass es... allgemein jetzt bewertet, objektiv würde ich ihm 8 Punkte geben für das, was man da rausgeholt hat aus diesem Thema. Würde ich 8 Punkte geben, 7 Punkte. Ein Punkt Abzug, weil die Schokolade nicht intensiv genug ist und weil es irgendwie, ja, nicht so alles Banane heute. Irgendwie so Banane. Also mir schmeckt es nicht, muss ich dazu sagen. Deswegen 6 Punkte auf einer Skala von 1 bis 10. Aber ich habe ja schon gesagt, dass ich nicht so ein Freund von diesen Bananendingern bin. Und ich esse den auf. Schmeckt nicht, ist zu hart. Mir schmeckt einfach nicht so gut, wenn ich jetzt hier Vanille hätte. Schokolade oder Erdbeere würde ich eher dazu greifen. Das dazu gesagt. Also weil man kann den essen, aber es ist nicht mein favorisierter Geschmack. Und damit schließt sich dieses extrem chaotische Video heute ab. Naja,
Ich meine, wisst ihr jetzt, dass es diesen Pudding gibt für 1,49 € und dass er geschmacklich für Bananenfreunde, die Produkte, die Bananen auch in anderen Konsistenzen mögen, durchaus probierenswert ist. Ja, damit schließe ich ab. Tschüss, ihr Lieben!